Guten Morgen. Vor 5 Jahren haben wir, eine Gruppe von WissenschaftlerInnen, Schulnoten an die österreichischen Parteien für ihre klima- und umweltpolitischen Ambitionen im Wahlprogramm vergeben. Damals haben wir den NEOS zusammen mit den Grünen die besten Noten, irgendwo zwischen gut und sehr gut, vergeben. Diese gute Platzierung war damals nicht unumstritten, aber aufgrund des Programms gerechtfertigt. 5 Jahre später muss ich sagen, dass sich aufgrund der weiteren Verschärfung der Klimakrise und der Verschärfung der sozialen Ungleichheit etwas kritischer geworden bin. Ich möchte daher 3 positive, aber auch 3 kritische Punkte nennen. Ich begrüße die Bemühungen der NEOS um bessere Bildung, mehr Transparenz und rationale Ansätze. Positiv sind auch die Geradlinigkeit und die erfrischende Rhetorik. Die NEOS sind eine wichtige Stimme für Vernunft und Verantwortung in der österreichischen Politik. Zweitens, hervorzuheben ist auch das Eintreten für eine starke Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft und für evidenzbasierte Politik. Dies ist eine wichtige Grundlage für eine problemadäquate Klimapolitik. Wenn die NEOS über Wirtschaft sprechen, drittens, meinen sie meist die innovativen Teile der Wirtschaft, nicht die Nachzügler und Nachzüglerinnen. Darunter sind... Auch. Guten Morgen. Super. Jetzt bin ich gerade am Ende der 3 positiven Punkte. Nein. Jetzt wird spannend. Also ich habe schon gesagt, eine Stimme der Vernunft für bessere Bildung und starke Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft. Das sehen wir als sehr positiv. Wenn die NEOS über die Wirtschaft sprechen, meinen sie meist die innovativen Teile der Wirtschaft, nicht die NachzüglerInnen. Darunter sind auch UnternehmerInnen, die schon lange klare Vorgaben und eine ambitionierte Klimapolitik wünschen. Nun zu den kritischen Punkten. Reinhard Steurer hat bereits gesagt, die NEOS setzen stark auf marktwirtschaftliche Instrumente und lehnen Gebote und Verbote ab. Marktbasierte Instrumente haben zwar den Vorteil, dass sie die volkswirtschaftlichen Kosten gering halten und Anreize für klimafreundliches Handeln setzen, aber es gibt die Gefahr, dass sie allein nicht ausreichen, um die drängenden Herausforderungen zu bewältigen. Sicherlich ist die Bepreisung von Kohlenstoff gut und richtig. Wenn aber die Lenkungswirkung fast ausschließlich über sie erzielt werden soll, muss der Kohlenstoffpreis sehr hoch sein, etwa bei 400 oder 500 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent, um die notwendigen Treibhausgasreduktionen zu erreichen. Derart hohe Preise bedeuten für arme Haushalte drastische Veränderungen, während wohlhabendere Menschen für Teile ihres klimaschädlichen Verhaltens einfach mehr bezahlen. Dies gefährdet den sozialen Zusammenhalt und aufgrund des besonders hohen ökologischen Fußabdrucks dieser Bevölkerungsgruppe die Wirksamkeit der Klimapolitik. Verbote und Gebote bei gleichzeitigem Aufbau einer klimafreundlichen Infrastruktur werden als gerechter empfunden und fordern alle Teile der Gesellschaft gleichermaßen. Statt der unsichtbaren Hand brauchen wir also den unsichtbaren Fuß und auch den unsichtbaren Handschlag, um den ökologischen Fußabdruck ausreichend zu reduzieren. Zweitens, die NEOS fordern oft geringere Regulierung und weniger Bürokratie. Märkte bestehen aus sozialen Institutionen, also aus Regeln. Freie Märkte sind eine Illusion. Es geht nicht darum, ob, sondern wie viel und in welche Richtung Märkte reguliert werden sollen. Je komplexer die Wirtschaft und je drängender die Problemlagen, desto mehr Regulierung ist erforderlich. Und daher ist für die Zukunft eher mit mehr Regulierung und mit einer bedeutenderen Rolle für den Staat zu rechnen. Dritter kritischer Punkt. Die NEOS befürworten eine liberale Innovationspolitik, um Unternehmen und Startups zu ermutigen, neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Das ist positiv. Mariana Mazzucato zeigte in ihren empirischen Studien zur pharmazeutischen und Elektronikindustrie auf, dass der Staat eine bedeutende Rolle im Innovationsprozess spielt. In der Geschichte hätten wir ohne Regulierungen und Verbote weder gesehen, dass die Papierindustrie in den 80er Jahren aufgehört hätte, die Flüsse zu verschmutzen, noch hätte die Atomindustrie aufgehört, ihre Abfälle ins Meer zu kippen. Es gäbe keine Autokatalysatoren, keine Entstaubung oder Entstickung von Industrieabgasen und kein Ende der ozonzerstörenden FCKWs in Spraydosen und des verbleiten Benzins. Oder ein jüngeres Beispiel,
die Abschaffung der energieintensiven Glühbirne. Sie wandelte nur etwa 5% der Energie in Licht um, der Rest verpuffte als Wärme. Als 2007 der Grundsatzbeschluss gefasst wurde, LEDs Alternative zu platzieren, weil die Energieeffizienz der Glühbirne so schlecht war, und im Anschluss daran 2009 die Ökodesign-Richtlinie zu verabschieden, war das sehr umstritten. Trotzdem wurde es durchgezogen. Damals waren die LED-Lampen noch sehr unausgegoren. Sie waren grell, sie waren wenig gemütlich und sie waren sehr teuer. Und sie enthielten Quecksilber. Das erschwerte die Akzeptanz der EU-Entscheidung. Heute dominieren LEDs. Zwischen 2010 und 2017 sanken die Preise um 75%. Das Verbot führte zu Innovationen. Die Lösung der umwelt- und klimapolitischen Probleme erfordern die Bereitschaft, evidenzbasiert und ohne ideologische Scheuklappen, jene klima- und umweltpolitischen Maßnahmen umzusetzen, welche die besten Erfolgschancen haben. Ich fordere daher die NEOS auf, in ihrer gewohnt rationalen Art die Klima- und Umweltprobleme anzugehen und die effektivste Kombination von Maßnahmen einzufordern. Vielen Dank.